敌军的兵武器都比我们强，还有飞机大炮。你们还正面防御，还正规战阵地战，我看就是痴人说梦。Ваши командиры бежали с поля боя, дорожа за свою шкуру. А все потому, что в Красной армии была предоставлена правая оппортунистическая линия. 你说谁贪生怕死、逃跑退却？你再说一遍！ 李德同志，作为中革军委委员，我不允许你侮辱红军。罗夫同志，李德同志没有侮辱我们红军的意思，他说的只是个别的指挥员。Успокойтесь тоже. Тим尊便. 但是李德同志, 有两句话, 两句话我要说, 我们中国工农红军, 向来不畏牺牲, 英勇无比, 我毛泽东是文人, 但我也拿过枪杆子, 领导过红军, 只要是再侮辱红军, 哪怕是天翁老子来了，我也不干。还有第二点，如果是谁，要是因为战略的错误、领导的错误，让我们红军一败涂地，葬送了中国革命，到时候谁就站出来负这个责任？哎，老毛，志志，老毛。 今天毛泽东所说的这番话，我希望你们认真的考虑一下。告辞。洛夫同志，达赖，不必干。两关突险，以头枪地耳。认知。 Mm-hmm.
都怪我，子之，。福建事变之后，敌情发生了重大变化。目前呢，蒋介石推迟了对中央苏区的进攻计划，正在调集兵力东进，由浙入闽，意欲镇压福建政府。哎呀，这是个好机会啊！据前方侦察连的汇报啊，敌人入闽部队的侧翼完全暴露在外。这个时候，如果我军能够从侧面出击的话，必定打敌人一个措手不及。对呀，还等什么呀？打吧！对，这事不能再拖了。总政委，老总，下命令吧。老彭，我们向中央局发了多次电报，要求与福建蔡部共同对敌，可是到现在没有回复。他们在想什么？这到了嘴边的肉都不吃吗？是啊，那再不打不是来不及了吗？总政委，你有什么想法呀？请上来。Genosse Braun, danke, dass Sie gekommen sind. Herr Zhu, das letzte Mal haben Sie mich besucht. Dieses Mal komme ich zu Ihnen. Bitte rein. Ke Qing. 倒茶。李德同志来了。李德同志你好。你好，你好。Solch eine Unterkunft ist für Sie nicht geeignet. Ja, die Bedingungen sind etwas schlechter. Aber es geht schon. Setzen Sie sich bitte. 马玉姐，你们先聊，我回屋去。Trinken Sie bitte Tee. Danke. Ich bin dieses Mal gekommen.Um mit Ihnen unser Gespräch vom letzten Treffen fortzusetzen. Ich kann Ihnen keine Rat geben. Hier geht es also um den 5. Belagerungsfeldzug. Darüber würde ich mit Ihnen reden. Fangen Sie also an.
Das letzte Mal haben wir uns darüber unterhalten, warum die Rote Armee bei den ersten vier Belagerungsfeldzügen immer den Sieg erzielen konnte. Weil wir eine Guerilla-Strategie genutzt haben. Wenn wir die von Ihnen erwähnte Kampfstrategie verfolgt hätten, fürchte ich, dass es anders geendet wäre. Die Guerilla-Strategie ist nur ein kleiner Teil des Krieges. Sie ist wie ein Knopf oder ein weiteres weißes Siegel. Sie kann das Endergebnis nicht entscheiden, weshalb sie auch niemals als Militärvision enterkannt werden wird. Es ist jetzt so, der Feind stark und wir schwach. Und wir können nichts anderes machen. Lassen Sie mich eine Geschichte erzählen. Vor 1000 Jahren, während der Zeit der drei Reiche, lebte Tuge Liang. Er hat auch eine Guerilla-Strategie angewandt und am Ende trotz Unterzahl gesiegt. Aber diese Zeit ist schon vorbei. Wir stehen nun einem Krieg mit Feuerwaffen gegenüber. Man muss von den deutschen Militärstrategen Schliffen, von Hindenburg, sogar Ludendorff lernen. Die Guerilla-Strategie zu studieren, wird die Armee von Chiang Kai-shek nicht besiegen können. Soweit ich weiß, verfolgt Herr Ludendorff eine Verteidigungspolitik. Dabei implementiert er individuellen Angriffsansatz und eliminiert den Feind in Bewegung. Im Ersten Weltkrieg haben die Russen stark gelitten. Unsere Strategie sollte davon lernen. Auch wenn wir uns jetzt im Zeitalter der Feuerwaffen befinden und der chinesische Revolutionskrieg noch keinen Erfolg erzielt hat, spielt es in der aktuellen Schlacht trotzdem eine Rolle. Nein, nein, nein! Wir müssen dem Feind unsere Stärke zeigen. Wir können unsere Stellung nutzen, um Chiang Kai-shek zu besiegen. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ich habe die volle Kontrolle über diesen Krieg. Wir dürfen keine Guerilla-Strategie mehr führen, denn das sind nur Feigeschlacht. Die Guerilla-Strategie ist kein Kinderspiel. Und wir haben auch keine Angst. Sie ist nur eine vorübergehende Maßnahme. Sie wird jedoch niemals die Tausenden von Truppen des Feindes vernichten können. Wir müssen dem Feind mutig entgegentreten. Bald wird es die ganze Welt wissen. Der Sieg wird unser sein. Genosse Braun, ich sage es nochmal. Starten Sie unserer Front einen Besuch ab. Sie müssen die echte Lage Chinas verstehen.
中间道路是根本不存在的。一切想从革命和反革命中间找取第三条出路的想法，必然会遭遇残酷的失败，最终只能沦为反。我想晚点再宣布，但是现在我必须要提前告知你，为了统一前后方指挥，中央局决定取消中国工农红军总司令部和红一方面军司令部，将原前方总部撤回后方，并入中国军委机关，由中国军委直接指挥中央苏区各军师独立团。江口贸易分局的仓库遭到敌特分子偷袭，损失惨重。偷袭的时候，我们的保卫连正好被调走执行其他任务去了。保卫连刚一走，敌人就来偷袭。不会这么巧吧？显然这是有人通风报信的，敌人就贝尔那个。毛浩长，都是我的错，是我疏忽大意，才导致我们损失这么惨重，还死了四五个同志。您惩罚我吧。这件事情不能完全怪你，事发突然，谁也没有预料到。杨站长，你也别太自责了，好吗？把我们牺牲的同志都安葬好。通知同志们的家人，做好善后工作。是。钱局长，
周边没有发现任何有价值的线索，敌人太狡猾了。杨站长，到。你把最近和站里有来往的，尤其是进出过站里的所有人员，包括商人、社会人士，还有咱们站内的家属、亲朋，他们的名单统计分给我。 一个都不能漏。是，另外，把站内所有人员立刻集合起来，如有可疑，马上汇报。是。谁啊？ 只有我来了。小红，这么晚了，刘家爱吃的王记牛肉，要不要喝点？从死者的伤势看，是被一把小刀给刺死的。 干什么呀？是因为江口猫鱼分局的事儿吧？报道我看了，说咱们这次损失很大。哎，小红，师兄。 我今天想喝酒，师兄陪你。哎，李阿光逃人里的死到现在都没有查清楚，江口贸易站又被炸了，我这个保卫队长当的真就是个笑话。 这都怪那些敌特分子，太狡猾，抓住他们，绝不能轻饶。师兄，7万大洋，足足损失了7万大洋。 毛主席把我调到保卫局，就是让我保卫瑞金的安全。对不起，毛主席。小红，我知道你心里不好受，但江口的事情也不能怪你啊，那警卫连也不是你调走的，对吧？师兄。 要不今天别喝了，怎么？怕我把你们家酒全喝了？你这是什么话呀？我是怕你这么喝对身体不好。行，今天师兄陪你喝，喝到天亮都行。 师兄，在这只有你是我的亲人了。师兄陪着你。哎。
在上海的时候啊，你小子就一直陪着我喝酒，啊，你看，这一晃，多少年过去了。我也很怀念我们上学的那会儿。你知道吗，石兄？敌人的封锁现在是越来越狠，已经逼得中央不得不启用秘密进攻了。可千万不能再出什么岔子了，要不然我就是死一万次，也弥补不了我的罪过。秘密金库？怎么没听说过呀？就是毛泽民行长负责的铁山垄钨矿里边，黄金是我亲自带人藏进去的。那就说明咱们苏区经济的根基没有动摇。好事儿，来，小红。来，把酒倒上。今晚上师兄陪你喝。来，小红，小红。喝吧，喝。没事吧，小红？嗯。师兄问你啊，咱们秘密金库的位置安不安全啊？可千万不能再出任何差错了。你就放心吧，师兄。啊。同志您好，向你打听个事儿，这附近有没有废弃的矿洞？没有，没有。谢谢。老师傅，向你打听一下。你好啊，同志。你找谁啊？两位同志，我们是会昌保卫分局的，来打听点事儿。什么事儿？请问这附近有没有一个废弃的矿洞？有个矿洞。确实废弃好多年了，之前也有保卫局的同志来过，不过那个地方一般人不让进啊。你们找矿洞干什么呀？同志，这个我就不好说了。啊，保卫局的嘛，理解。蔡师傅，你在这儿照看一下，我带几个同志过去一趟。嗯，走，走廊了。同志，你是快快抓住他！师兄，找什么呢？该不会是过来找黄金的吧？你是什么时候确定我的身份呢？就刚刚。小红，你昨天晚上
你跟我回去，把你知道的全都说出来。我相信苏维埃的法律会给你一个公正的裁决。裁决？做梦！赵宝成同志，你们总务厅不仅出现了左祥云这样一个贪污分子，还让迪特潜伏了这么久，你这可是严重的失职啊！当时让你出任总务厅厅长，还是我推荐的。呀，主席，我对不起您，辜负了您对我的期望。你不是对不起我，你是对不起人民，对不起你头顶这颗五角星。大革命时期，你就跟着李大钊同志，也算是个老革命了，怎么会如此的疏忽大意呢？主席，我错了，我没有严格要求自己，我一定改。用人失察，我一定引以为戒。赵宝成同志，中央人民委员会决定撤销你总务厅厅长的职务，判罚苦役一年。你有什么想说的吗？我认。别说是一年，就是三年五年，我都心服口服。亡羊补牢，为时不晚。有这样的态度，我看还是好的。赵宝成同志，我希望你以后用实际行动来弥补以前的过失。我一定好好改造。好了，先回去吧。谁能想到这敌人能隐藏这么深呢？还离得这么近。说得对，以前咱们没有见证，行军打仗，这警惕性还高点。现在建国了，常驻苏区，又有了一个安定的环境，这警惕性自然就放松了。但是敌人从来都没有忘了对咱们的渗透跟破坏。这董老和叔伯说的有道理啊，这不能只怪某一个人。所谓此一时彼一时啊，环境改变了，我们应对的措施也要发生改变。我们呀，还是要在制度上找问题，编好制度这张大网，堵死一切敌人有可能渗透的漏网，只有这样才能杜绝一切的官僚主义。哎呀，泽东同志说的太对了，这才是问题的根。董老、何老，哎，你们是主管司法部门跟检察部门的，泽东同志说的这张网就要靠你们二老好好的给治一治了。你呀，这话呀不用你跟主席说，我们呀一定会竭尽全力的。我们已经这么做了，不久以后就能拿出一个明确的方案来。
冯军团长，我们不能再正面跟敌人死咬下去了。我昨天去仙指开会，周总政委决定亲自回趟瑞金找博古，请示一下联合十九路军的问题。其余谈谈堡垒对堡垒吧。主席能带着我们打胜仗，就是用了这种灵活机动的战术。冯军团长，哎，邓局长，你怎么来了？我奉中革军委命令，对萧劲光进行隔离审查。萧劲光的事儿不是早已经说过了吗？黎川失手呀，责任不在他。萧劲光在黎川战斗中犯的是退却逃跑主义错误，是事情很清楚。哎，邓局长，你好好看看，他可满身是伤啊！哪次战斗他不是冲锋在前呀？啊，这样的同志，他怎么可能犯退却逃跑主义呢？你这不是睁眼说瞎话吗？彭军团长，你在这儿跟我说这么多也没有用，有什么话，让他自己到军事法庭上去说，好吧？只要我还是三军团的军团长，谁也别想带走萧劲光。军团长，公道自在人心，我相信组织一定会还我公道。邓局长，走吧。来，搞什么？小吴啊，主席这边的补给到了啊！哎，主席这个月的给养不对呀、啊？哪不对呀、啊？这怎么变了？哦，特殊时期嘛，补给做了一些调整。调整？那我怎么看见其他领导的警卫员都领了糙米和鸡蛋，主席怎么没有？有你们这么调整的吗？领导这么安排，我们也没有办法。领导？哪个领导？毛泽东同志还是中华苏维埃中央政府主席，凭什么他杨顾问又是鸡蛋又是奶？你们为什么不按标准配给？我也是奉命办事，你要是有疑问啊，你去找我们领导，好吧？